J'étais dans le trou là-bas et au moment où on allait ressortir du trou, j'ai commencé à voir la falaise qui tombait. J'ai entendu comme un gros coup de feu. Das ist voll der Wahnsinn, was da runtergekommen ist. Der Klimawandel nagt an Europas Küsten. Kommen Sie mal mit auf eine Reportagereise, da wo es losgeht mit dem Klimawandel. Zu viel Wind, zu hohe Wellen. Captain Dodiver wollte schon absagen. Jetzt geht es doch los. Ziel, die Kreidefelsen von Etretat. Trotz kräftiger Strömung wagt der französische Skipper die Durchfahrt. Hier in der Normandie, hier brechen Felsen runter. Wir fahren dahin, wo die Erderwärmung zu sehen ist, wo der Klimawandel begonnen hat. Wie lange werden die Kreidefelsen dem Klimawandel noch standhalten? Brutale Temperaturschwankungen, Starkregen und am Fuß der Klippen gräbt der Seegang immer heftiger und höher. Les changements ils sont énormes ici. Hein. Depuis ces dernières années, on est passé de 3 à une dizaine d'éboulements par année, rien que sur une zone de 30 km sur le littoral normand. Et personnellement, ça fait mal au cœur parce que ça veut dire que ces falaises, elles auront probablement un autre visage. Et certainement que d'ici quelques décennies, les arches d'Etretat n'existeront plus. Le réchauffement climatique y est pour beaucoup. On a des fortes températures à certains moments et des précipitations qui fait que l'eau s'infiltre depuis le haut des falaises. Cette infiltration d'eau va faire exploser la craie. Zusammen mit seinen Großeltern nimmt uns der 14-jährige Adam mit zum Auge des Pandas, einem Loch hoch oben in den Klippen. Es ist derselbe Weg, den er an Neujahr unterwegs war, wie immer in Begleitung seines Fotoapparates, ein Geschenk von Opa Bernhard. Une fois que le boulot il s'est terminé, il y a tout un amas de poussière qui est monté dans le ciel. Quand j'ai arrêté la vidéo, on est ressorti pour aller voir si tout le monde allait bien et il y a toute la fumée de la poussière qui nous est retombée dessus. Tout le monde se frottait les yeux. Dann kam die Angst, denn Adams Vater war beim Joggen. Glücklicherweise geschah ihm nichts. Jetzt sorgt sich Adam um die berühmten Kreidebögen von Etretat. C'est assez triste quand même de si un jour ça s'écroule parce que forcément Etretat c'est un beau lieu touristique. Alors si ces arches s'écroulent, il y aura beaucoup moins de monde qui viendront et les commerçants ils gagneront moins bien leur vie. Dorfbürgermeister Raphael Lesueur nimmt mich mit zum berühmten Strand von Tilleul. Den Zugang zur Risikozone hat verboten. Unvorsichtige Touristen werden verscheucht. Bonjour, je suis le maire de la commune. Je pense que c'est très dangereux d'être en dessous ici. Normalement, il y a un panneau à droite, on doit pouvoir y aller pour l'instant. Il y a un arrêté qui a été pris. Là, on voit une très grande fissure dans la falaise. Et là, il y a un morceau qui est dans le vide. Donc ça, c'est très dangereux. Donc là, on va passer et on va voir le deuxième éboulement qui est encore beaucoup plus important que ce premier ici. C'est spectaculaire quand même. Je ne sais pas combien de temps ça va. La taille est très importante, les blocs sont très importants. Waouh, c'est énorme! Moi, c'est la première fois que je vois un éboulement de cette taille-là sur la commune et des gros blocs, des blocs immenses. Comment expliquez-vous cet événement? Moi, je pense que c'est les intempéries, la pluie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que c'est aussi le réchauffement climatique? Mais c'est très inquiétant parce que, effectivement, si ça se passe ici, ça risque de se passer aussi sur d'autres falaises dans la région. Et nos côtes vont arriver à changer aussi. Il y a un pincement au cœur quand même. In Crielle-sur-Mer stehen die Häuser direkt am Rand der Klippe. Dicke Kieselschichten schützen diesen Teil der Siedlung vor den Wellen. Doch nur ein paar Meter weiter liegt der Fuß der Klippen blank. Der Bürgermeister von Crielle meint, dass es neben dem Klimawandel noch weitere vom Menschen gemachte Gründe für die sich beschleunigende Erosion gibt. La construction d'épis, tout le long de jetées, d'épis, tout le long de la côte, a freiné ce transit sédimentaire. Et a pour effet que les pieds de falaise, par endroits, sont dégarnis. Donc les vagues viennent attaquer directement le pied de falaise.
Les projections donnent une douzaine de maisons de toucher d'ici 20 ans. Dans une cinquantaine d'années, on aura probablement plus de construction sur 150-200 mètres. On est vraiment dans une logique de repli stratégique. On est à 70 mètres d'hauteur ici. La marche est très haute. On voit bien que le recul de falaise concerne la moitié de la route actuellement et ça continue de reculer. Là. Donc cette maison qu'on voit ici là, derrière moi va être abattue dans les semaines qui arrivent. Der Bürgermeister enteignet Hausbesitzer und die Anwohner rechnen aus, wie viel Zeit ihnen noch bleibt. Im Jahresmittel gehen 30 cm Kante verloren, doch manchmal sind es auch 30 Meter. On a encore le temps, comme nous, on a considéré à peu près avec l'érosion actuelle, c'est que dans 100 ans où on sera concerné. Donc... Mais peut-être que ce sera du coup raccourci au vu de l'accélération de l'érosion, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'avec les pluies plus intenses, ça s'effondre quand même beaucoup plus vite. Avec le réchauffement climatique, quand on voit partout les inondations, ici l'érosion, c'est sûr que ça fait peur. On se dit que moi je dis que mon fils il va pas connaître le monde que j'ai connu. In Dieppe treffe ich mich mit einem renommierten französischen Geologen, Stefan Costa. Der Professor berät das französische Abgeordnetenhaus zu Klimawandel und Küstenerosion. C'est énorme, c'est oui. Large, c'est fou. Oui, là, c'est le grand glissement de Dieppe. On a perdu quasiment 30 mètres de falaise en l'espace de quelques jours, voire ensuite quelques mois pour la réactivation, mais ça continue encore. 30 mètres. 30 mètres. Welche Auswirkungen wird der Klimawandel auf die französischen Küsten haben, will ich von Costa wissen. Ce changement climatique va entraîner une élévation du niveau des mers qui fait que l'érosion au pied des falaises va être beaucoup plus intense. Et puis en Normandie, les travaux montrent que certes l'été il fera plus chaud et ce sera plus sec. En revanche, l'hiver sera avec des précipitations beaucoup plus importantes. Des précipitations notamment importantes en volume, mais sur un temps court, qui vont gorger d'eau ces poches d'argile et de sable et qui vont contribuer très probablement à leur vidange plus fréquente et plus intense. Le problème, c'est que ces événements rattrapent l'urbanisation qui s'est imprudemment implantée trop près du rivage. Tout va translater à l'intérieur des terres. Autrement dit, sur le littoral, on ne pourra plus y vivre et en vivre de la même façon. Bei Varangeville-sur-Mer weicht die Küstenlinie 60 cm pro Jahr zurück. Seit dem 11. Jahrhundert trotzt die Seefahrerkirche von Varangeville in 80 Metern Höhe Wind und Wetter. Georges Braque und Raoul Hubac schufen einige der Glasfenster. Wie die Kirche retten? Auf Schienen setzen und das Gebäude verlegen, das würde 15 Millionen Euro kosten. Auseinandernehmen und anderswo wieder aufbauen oder, auch das eine Option, einfach der Zeit ihren Lauf lassen? Das Meer frisst sich immer weiter ins Landesinnere. Und diese Kirche könnte bereits in 30 Jahren dorthin in die Tiefe stürzen, zusammen mit dem Seefahrerfriedhof. Dann gibt es sie nicht mehr. Nur ein Gemälde wird dann bleiben, signiert von Claude Monet. Adam und seine Großeltern sind wieder auf den Klippen von Tilleul unterwegs. Per Zufall entdecken sie eine möglicherweise tödliche Falle für Unvorsichtige. Tiens, tu vois ici, ça c'est typique. Hein. La fissure qu'on voit là, il y a un début de décrochement. Alors c'est pour maintenant, dans 10 jours, dans un mois, dans un an, on ne sait pas. Mais ça y est, c'est en route. On a maintenant la preuve que le décrochement a commencé. Il faut rester prudent, du coup, il ne faut pas trop s'approcher. Exactement. Là, il faut faire très attention. Fotoabend am Kaminfeuer. Opa Bernard meint, dass Touristen tiefe Pfade ins Erdreich trampeln, Wasser dringe ein und spalte den Felsen. Tiens, vas-y, grossis la fissure, qu'on la voit bien. C'est une vraie fracture qui est en train de se produire. Toute cette partie-là est dans le vide maintenant. Et donc, quand on imagine la masse de craie qui est déjà prêt découpée, prête à tomber, on s'aperçoit que le prochain éboulement, il fera aussi un petit peu de bruit. Donc on pense qu'on est en sécurité, mais pas du tout. Ben non, pas du tout.
Und in Deutschland? Heizt sich die Erde weiter auf, werden weite Bereiche der Küste bereits 2050 unterhalb des Hochwasserspiegels liegen. Sind die Inseln und Halligen im Wattenmeer bedroht? Das Biosphärenreservat der UNESCO ist Heimat für 10.000 Arten und für gut 200 Menschen auf den Halligen. Flache Moor- und Marschbodenhügel umspült von der Nordsee. Nationalpark Ranger Martin Kühn zählt alle zwei Wochen die Vögel an der Küste und achtet darauf, dass Touristen die Regeln einhalten. Doch seine größte Sorge ist der Klimawandel. Ja, das ist für mich fast schon ein Horrorszenario, was sich da abzeichnet. Die höheren Wasserstände sind das Problem. Sie werden unser Wattenmeer verkleinern und damit fällt dann auch für die vielen Vögel, die hier zu Millionen im Jahr Station machen, Nahrungsflächen flach. Und wir sehen die ersten Veränderungen jetzt schon bei uns im Wattenmeer. Teilweise gehen Bestände zurück, als Beispiel beim Austernfischer. Innerhalb von nur 20 Jahren haben sich die Brutbestände, aber auch die Bestände der rastenden Vögel halbiert. Einfach ist es nicht, auf die Halligen zu gelangen. Postschiffer Petersen nimmt mich mit. Vor einem Jahrhundert wurde ein schmaler Lorendamm zur Hallig Roland gebaut. Hier wurde Petersen geboren. Roland ist 3 Kilometer lang und 800 Meter breit. Doch bei Sturmflut guckte nur der Warfthügel mit seinen 18 Häusern aus dem Wasser. Die Halligen liegen in einer tektonischen Landsenke. Jetzt verschärfen Klimawandel und Meeresspiegelanstieg das Problem. Wir sinken im Jahr ungefähr 3 bis 5 Millimeter ab. Wenn wir jetzt den Klimawandel dazu nehmen und wir gehen von ungefähr einem Mittelwert von 1 Meter aus bis zur nächsten Jahrhundertwende, dann müssen wir einfach damit leben, dass dieser Meter plus 40 Zentimeter sind wir bei 1,40 Meter, die wir ausgleichen müssen. Bis jetzt hielten angeschwemmte Sedimente Roland über Wasser. Doch wenn das Grönlandeis schmelzen sollte, gibt es ein Problem. 6.000 bis 8.000 Tonnen Sediment brauchen wir, um die normale Landsenke auszugleichen. Ja. Käme der Klimawandel dazu, liegen wir bei schlappe 20.000 Tonnen im Jahr. Und der Nationalpark wird ertrinken. Wir können das nicht ausgleichen. Die Familie Nommensen kümmert sich um einen der kleinsten Leuchttürme Europas. Piraten und Überschwemmungen, die Halligen haben eine stürmische Vergangenheit, wie Leuchtturmwärter Nommensen. Ich habe hier die Sturmflut 62 hier mitgekriegt, als Kind in 76, dann ist das Wasser hier schon durch die Häuser gelaufen. Und danach, 85, haben wir ja einen neuen Deich hier um die Warf gekriegt. Und wehe, wenn das da nun lieber wegkommt, dann sieht es ganz schlecht für uns aus. Und wenn hier jemand bauen möchte, wie kommt so eine Warf denn aufzusehen? Ein Hochhaus und dann alles niedriger. Ich will wissen, was er, ein Mann mit Lebenserfahrung, vom Klimawandel hält. Das Wetter hat sich ja doch irgendwie verändert. Früher gab es in meiner Jugendzeit immer ja noch einen schönen Winter oder was, einen schönen guten Sommer. Das hat sich ja auch alles geändert, so mit den Stürmen oder was, nicht? Das sind immer ziemlich schnelle Stürme, dann mit viel Wind. Und dann kommt das Wasser ziemlich hoch dann, nicht? Ein neuer Tag bricht an auf Roland. Auch Postschiffer Petersen erinnert sich an seine Kindheit. Damals lebten 35 Menschen hier. Heute sind es 16. Petersen hängt an den Halligen, den Menschen und der Geschichte dieses einzigartigen Ortes. Wie fühlt man sich da angesichts von Klimawandel und Meeresspiegelanstieg? Wir sind jetzt seit ungefähr 800 Jahren auf den Halligen. Also ich denke, ich werde der Letzte sein, schätze ich. Und das tut natürlich weh.
Eine der Wattenmeer-Familien hat gegen die Regierung geklagt, wegen Untätigkeit in Sachen Klimaschutz. Die Baxens gingen bis vor das Bundesverfassungsgericht und bekamen Recht. Die Regierung musste nachbessern und einen konkreten Klimaschutzfahrplan vorlegen. Was geschieht mit den Halligen und dem Wattenmeer, wenn die Erderwärmung nicht gestoppt wird? Das eine ist der Meeresspiegelanstieg draußen und das andere sind eben auch einfach die Starkregenereignisse, die sozusagen zu massiven Entwässerungsproblemen führen. Naja, das Risiko, glaube ich, was allen mittlerweile klar ist, was aber was wahrscheinlich auch niemand sich traut, so auszusprechen, ist eben, dass man tatsächlich absäuft. Also dass sowohl das Wattenmeer mit Flora und Fauna absäuft, in Anführungszeichen, als auch die Halligen und die Inseln, die sich hier im Nationalpark Wattenmeer befinden, weil man es eben nicht schaffen wird, die Deiche unendlich hochzubauen. Ja, wir machen jetzt mal Schluss. Es regnet und den Computer möchte ich auch nicht kaputt machen, der war teuer. Von Oland fahre ich rüber zur Hallig Langeness. Dort entsteht ein Pilotprojekt, eine Warft, höher als alle anderen, die auch den Stürmen der Zukunft trotzen soll. Bauer Johansen, einer der stellvertretenden Bürgermeister, zeigt mir den riesigen Sandhaufen mit der flachen Böschung, an der sich die Flutwellen auslaufen sollen. 9 Millionen Euro kostet der Spaß, plus nochmal 9 Millionen für die Häuser obendrauf. Geplant sind Krankenstation, Supermarkt und Mietwohnungen. Milchbauer Johansen und sein 14-jähriger Sohn Tade glauben an den Fortbestand der Halligen. Seit 3 Jahren gibt es Breitband auf Langeness. Die neue Klimawarft schafft Jobs und Wohnraum. Und was ist mit dem Klimawandel? Es werden alle Warften wieder angefasst. Man hat festgestellt, dass die Warften alle nicht sturmflutsicher sind für eventuell Fälle. Und so werden alle Warften im Laufe der nächsten Jahre wieder angefasst und weiter verstärkt. Der Klimawandel wird von den Medien sehr, sehr hoch gepusht. Den jungen Leuten soll Angst gemacht werden damit. Also eigentlich hatte ich den Plan, hier zu bleiben. Und also der Klimawandel macht mir so jetzt gerade keine Angst, weil man weiß, die Warften werden ja immer höher gesetzt. Die Halligen werden nicht untergehen. Du weißt ganz genau, die wachsen mit. Bei jeder Sturmflut kriegen wir Sedimente, kriegen wir Schlick, kriegen wir Sand auf der Hallig. Wir wachsen mit. Das ist nicht viel. Das ist nicht mal ein Millimeter im Jahr. Wir werden nicht untergehen, wir wachsen mit. Im Sommer bin ich oft mit Freunden im Watt. Und da kriegt man das so richtig mit, dass die Hallig dann auch schon ein bisschen wächst und überall was dazukommt. Dann sind da mal kleine grüne Inseln, die wächst einfach mit. Oh, guck mal. Allerdings hat Postschiffer Petersen ebenfalls recht. Nein, die Halligen wachsen nicht mehr mit, wenn der Meeresspiegel zu schnell steigt. Deshalb hat die schleswig-holsteinische Landesregierung einen Plan erstellt, die Wattenmeerstrategie 2100. Fest steht, das Wattenmeer wird sich verändern. Frage ist nur, wie rasch. Postschiffer Petersen fährt von Hallig zu Hallig. Die liegen gerade mal 20 cm über normal Hochwasser. Das ist so viel, das ist gar nichts. Eine Welt, die es so bald nicht mehr geben wird. Oh, war. So, komm, wir prägen mal mit der Post. Um den Untergang mittelfristig abzubremsen, könnten Sandaufspülungen helfen. Und auf lange Sicht? Postschiffer Petersen sieht schwarz. Auf lange Sicht würde ich evakuieren. Eindeutig. Man kann, denke ich, wirklich davon ausgehen, dass wir hier die Halligen, überhaupt unser ganzes Gebiet Hallig, die ersten sein werden, die untergehen werden, verschwinden werden von der Landkarte. Wir werden die ersten sein, die in Europa wirklich nicht mehr existieren werden, dank des Klimawandels. Postschiffer Petersen gibt den Halligen noch 50 Jahre, mehr nicht. Und doch, sein Kutter trägt den Namen Hoffnung.